Also, welcher von diesen unzähligen Knöpfen ist fürs Rückspulen? Der hier? Nö, das war er nicht. Hey Olaf, ja? Hallo? Lange ist es her. Heute war ich mal auf Amazon unterwegs. Und nach zahlreichen Minusgeschäften habe ich dann das gefunden. Ausländer. Streichholz. Normalerweise geht man ja in Rossmann oder in den Müller, um sich Seife zu kaufen. Doch bin ich ein fetter, fauler Mensch und gehe auf Amazon. Traditionell wasche ich mich mit normaler Seife, was man von der hier nicht behaupten kann. Erstens mal ist das afrikanische schwarze Seife. Zweitens mal sieht das aus wie eine überdimensionale vertrocknete Rosine. Kann man mit dieser Seife Haare waschen? Und wie werden die Haare danach? Ich brrr, aumeln, uchte sie, fummeln. Fettige und auch fummeltrockene Haare. Man sieht, das ist Amateurseife. Meine Gesichtshaut, die Haut bekommt einen rein. Pickel klingen schneller. Eine Portion, beziehungsweise entstehen eine Portion Pflege. Und Seife auf kleine Poren und Unreinheiten lassen sich leicht entfernen. Meine Haut selbst ist in der Regel schwer, kein Problem. Ich kombiniere die. Wenn du dich mit 2 Jahre altem Brot einschmieren willst, von mir auf. Nur dieser Mensch von eben wäscht sich mit diesem verschimmelten Stück Brot bzw. Rosinen, sondern auch Michel Kalaschnikow. Hier haben wir einen Lebensmittel-Vakuumierer. Aktim-Vakuumiergerät. Suswide Folien-Schweißgerät. Automatische Vakuumierer mit 10 Profi-Folienbeutel. Cutter-Vakuumschlauch für Vakuumbehälter. Doppelte Schweißnaht 30 cm. 5 Sterne! Für 60 Euro. Man hat sich sogar so über dieses Schweißgerät gefreut, dass er ein Video gepostet hat. Wenn sich das Gerät genauso anhört wie in diesem Video, dann will ich es mir nicht kaufen. Hört euch nochmal genau an. Also entweder der hat einen Hund oder mit dem Ding stimmt was nicht. Wie auch immer, ich rufe den Tierschutz. Da wir gerade von Vakuumisierern sprechen, wieso holt man sich eigentlich nicht eine Eiswürfelform in der Form eines Bienenstocks? Braids, Silikon, Hexagon, Eiswürfel, Trays mit Deckel, Idee, Küche, Werkzeuge zu Do-It-Yourself, spezielle kleine Chili-Cubes für Getränke, Whisky, Wein und kleine Durchleserflaschen, Zweierpack. Hier ist ein Ratgeber, wo man seine Eiswürfel am besten hintut. Nämlich in die Hosentasche. In dem Buch Der Therapeut für die Hosentasche. 144 Tipps für emotionale Notfälle. Ein unverzichtbarer Begleiter für den Alltag. Hier gibt's geschälte Mandarinen in der Dose. Dann hat nämlich Peter Stark nur 3 Sterne gegeben, da es für den Dosenmandarinen-Fan nicht unbedingt die erste Wahl ist. Ich bin jetzt auf so einem Foodtrip auf Amazon, denn hier gibt's pikanten Wurst-Snack auf Kabeltrommel. Was soll das? Ich hab ja schon viel gesehen. In der Dose, im Stiefel und in der Autobatterie. Aber noch nicht in der Kabeltrommel.
Was soll das? Dann noch 15 Euro dafür verlangen. Wahrscheinlich kommen die Kabeltrommel nicht mal mit. Dann noch ein Comic Sans geschrieben. Wo drauf steht Snackwurst auf Kabeltrommel. Wahrscheinlich gibt's später neue Gewichtseinheiten. Gramm pro Kabeltrommel. Wie viel Strom kann ich durch das Kabel fließen lassen? Bis die Wurst durch ist, brennt oder platzt. Könnt ihr euch ja die Kabeltrommel hier kaufen. Da habt ihr wenigstens einen Spielpartner, ne? Tschüss.